Wir spielen heute Balloons Tower Defense 7. Ja, gleich mal vorweg, es gibt nichts Offizielles zu einem siebten Teil von Balloons Tower Defense. Aber es gibt eine Mod, mit der Balloons Tower Defense 6 zu einem komplett anderen Spiel wird. Ich würde sagen, ich starte direkt mal die Runde. So, und anders wie in Balloons Tower Defense 6 starten wir einfach mit keinem Affen. Wir müssen uns hier aus dem Fenster jetzt mal einen Helden aussuchen. Ich würde sagen, ich starte mit Sauda. Ja, und dann können wir uns auch noch für einen Turm entscheiden. Ja, ich würde sagen, ich starte einfach mit einem Magier, weil ich Magier mag. Ja, so, Sauda platziere ich hierhin. So, und wir starten jetzt mal die Runde. Die Runden sind keine normalen Runden aus Balloons Tower Defense 6. Also die erste Runde sieht ja noch halbwegs normal aus mit vielen roten Balloons, ist normalerweise weniger, aber später merkt man, dass die Runden sind irgendwas komplett anderes. Ja, und fürs Erste haben wir nur die zwei Türme, Sauda und den Magier, den ich jetzt hier hin platzieren werde, hier so hin. Genau ins Eck, dass hoffentlich sein Feuerwall, den ich mir dann später hole, auch direkt hier in die Mitte landet. Ja, und vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, wie wir jetzt neue Türme anlocken. Das ist ganz einfach. Wir bekommen, soweit ich weiß, alle 5 Runden einen neuen Turm, der jetzt, ja, hier. Wir können uns jetzt entweder 6 Snipen holen, 10 Bombenwerfer oder 6 Mörser. Alle sind maximal Tier 2 Türme. Ich würde sagen, ich entscheide mich jetzt einfach mal für den Bombenwerfer. Jetzt können wir 10 Bombenwerfer platzieren. Hätten wir natürlich das Geld dazu. Ja, leider maximal bis Tier 2. Weiter geht es leider nicht. Auch hier beim Magier können wir natürlich maximal nur bis Tier 2 gehen. Fürs Erste zumindest. Später schalten wir hoffentlich mal bessere Türme frei. Hoffentlich noch vor Runde 20. Ja, warum vor Runde 20? Bei Runde 20 passiert was, mit dem wahrscheinlich jetzt so keiner rechnen wird. Aber wir warten einfach mal ab. Jetzt ist Runde 10, da müssten wir, glaube ich, wieder einen Turm bekommen. Hoffe ich zumindest. Okay, nee, jetzt ist schon Runde 11. Okay. Man bekommt nicht alle 5 Runden einen Turm, aber ich spare jetzt fürs Erste auch mein Geld, weil wir brauchen es eigentlich als Verteidigung nicht mehr als den Magier, die Kanone und natürlich Sauda. So, jetzt ist Runde 15. Ich glaube, die Runde bekommen wir dann schon einen neuen Turm. Also wahrscheinlich immer Runde 5, 15, 25 und halt so weiter. Ja, oh, Sniper, Bananenplantagen. Ah, das ist alles nicht gut für Runde 20. Auch wenn Bananenplantagen echt wichtig sind, ich werde jetzt rerollen für eine Spike Factory. Hier steht zwar, dass es nur eine 002 Spike Factory ist, aber wegen was auch immer kann man trotzdem alle Pfade aufrüsten. Ich weiß nicht, ob das irgendein Bug ist oder ob das 002 halt aussagt, dass es eine Tier 2 Spike Factory ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, und wir holen uns natürlich heiße Nägel mit noch schnellerer Produktion. Ja, wir werden es für Runde 20 auf jeden Fall brauchen. Oh, und ich weiß nicht, ob das so gut war. Naja, wir werden es wohl sehen. Den rüste ich jetzt auch noch zu schnellerem Nachladen auf. Ja. So, ja, Runde 20 ist jetzt. Und man sieht vielleicht, dass es nicht eine normale Runde 20 ist. Leute, die vielleicht schon ein, zwei Mal Balloons gespielt haben, wissen, bei Runde 20 spawnt normalerweise kein Boss. Und unser Magier sieht den nicht mal. Oh, ich hoffe, wir bekommen den jetzt down. Ich glaube, er hat weniger Leben als normalerweise so ein Boss. Aber es ist trotzdem schwierig, ihn zu poppen. Ich hoffe, die Spike Factory schafft das mit Sauda gemeinsam. Ja, es ist halt komplett zufällig, welcher Boss jetzt spawnt. Okay, das zweite Mal haben wir ihn gepoppt. Wie oft müssen wir ihn poppen? Schon noch ein, zwei Mal, glaube ich. Und die Spike Factory schießt alles da nach oben. Nicht gut. Soll ich die Schwerter aktivieren? Ja, für ein wenig extra Damage. Ja, bringt jetzt nicht mega viel. Bitte sag, wir failen nicht direkt beim ersten Boss. So, nochmal die Schwerter. Und Sauda ist es bald nicht mehr in Reichweite. Oh, ich hätte den verkaufen können und mir den Magier holen. Wartet, ich benutze jetzt das Schwert, dass wir den aber nicht killen. Nee. Kann ich den Magier verkaufen? Ja, dann habe ich wieder einen neuen. So, hierhin. Mit Lenkmagie? Weiß nicht. Ich hoffe, das war jetzt gut. Jetzt einfach hoffen, Leute. Einfach hoffen. Ich könnte auch die Spike Factory umplatzieren. Mache ich jetzt auch. So, das verkaufe ich auch. Ich will den ersten Boss schaffen. Wir können nicht direkt beim ersten Boss failen. Doch, komm schon, bitte pop. Der macht ja null Damage. Oh mein Gott. Das war keine gute Entscheidung. Der hier macht zurzeit auch noch nicht wirklich Damage. Ja, ist gepoppt. Oh mein Gott, sehr gut, Leute. Ja, und jetzt gehen erst die Runden weiter. Ja, unsere Verteidigung ist jetzt hier hinten. Egal, lasse ich fürs Erste da. Jetzt hätte ich eigentlich gerne eine Bananenplantage. Und ich glaube, bei Runde 40 kommt nochmal ein Boss. Das ist jetzt alle 20 Runden so. Boah, die werden natürlich auch immer stärker und stärker. Ich hole mir jetzt nicht mal die Bombenwerfer. Das ist eigentlich ein kompletter Geldwaste. Jetzt bei Runde 25 bekommen wir wieder neue Türme. Und ich hoffe einfach mal, ja, es sind Tier 3 Türme. Bombenwerfer, Dartmonkey oder Dartling Gunner. Ich hole mir am Tier 3 Bombenwerfer. 3 Stück bekommen wir. Ja, so.
Drei von denen kann ich jetzt auf Tier 3 aufrüsten. Achso, da zählt das mit dem Pfad schon. Das backt nur bei Tier 2 herum. Das waren, ja, Streubomben. Okay, ja, passt schon. Da hätte ich vielleicht dann doch lieber gererollt. Ich dachte, dass ich jetzt generell einen Tier 3 Turm habe, aber nee. Nur der untere Pfad, wie da gestanden ist. Okay, es ist eigentlich mehr oder weniger das erste Mal, dass ich den Mod spiele. Ich habe ihn kurz ein wenig angetestet, nur damit ich ein wenig verstehe, um was geht. Also so ist das mehr oder weniger meine erste komplette Runde. Und Leute, es ist wirklich richtig schwierig. Wir müssen einfach Glück haben, dass wir gute Türme bekommen. So ein Tier 3 Super Monkey wäre ja mega gut. Oder einfach eine Bananenplantage. Die würde mir jetzt eigentlich am allermeisten helfen. Auch wenn wir so eigentlich eh viel Geld bekommen. Es ist jetzt Runde 32. Wir haben 6000 Geld. Ich glaube, das ist mehr als was wir normalerweise bekommen würden. Ja, und Saude war eine wirklich gute Wahl. Die zerstört die ganzen Bloons. Ja, wunderbar. Haben wir was gegen Camo Bleibloons eigentlich? So. Okay, ein Tier 3 Magier ist gut. Ja, den hole ich mir jetzt. Sehr gut, wir haben jetzt einen Atem des Drachen. Und das Ganze zweimal. Einen platziere ich hier hin, den anderen. Wo platziere ich den anderen hin? Hier nach unten? Ja, hier nach unten einfach. Oh, nächste Runde ist schon Runde 40. Oh nee, da wird ja wieder ein Boss spawnen. Ja, Blunarius. Okay, gefällt mir eigentlich eh gut. Schießt er da nach hinten auch Bloons nicht, oder? Nee, sieht nicht so aus. Oh, ich hoffe, wir bekommen den Down. Er ist noch kein einziges Mal gepoppt, oder? Oh nee, das ist nicht gut. Haben wir noch was, das ihn noch mehr Damage machen kann? Nee. Okay, das erste Mal ist es jetzt gepoppt. Ja, das müsste sich eigentlich ausgehen. Wir müssen ihn dreimal poppen, oder? Also ist er jetzt schon ein Viertel Down, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Unsere Magier machen richtig guten Damage. Ja. Ich glaube, dass das was wird. Okay, jetzt haben wir ihn das nächste Leben abgezogen. Haben wir jetzt Halbzeit? Ich glaube schon. Aber er hat doch schon gut die halbe Strecke geschafft. Und hier die Spikes, die spawnen leider nach einer gewissen Zeit. Heißt, wir können hier hinten auch nicht unendlich Spikes decken. Oh, so ein Red Bloom wird später ein Problem. Ja, da brauchen wir von so gut wie jeder Klasse einen guten Turm. Oh, und jetzt bekommen wir einfach einen zweiten Helden. Gefällt mir einer von denen. Naja, Pat Fusty vielleicht. Nee, ich benutze einen Reroll von mir. Boah, Benjamin. Er macht aber keinen Schaden. Ich hole mir Benjamin. Benjamin, mein absoluter Lieblingsheld. Das soll uns jetzt hier hinten einfach ein wenig Sushi machen. War vielleicht jetzt so taktisch gesehen nicht die beste Entscheidung. Aber Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe einfach Benjamin. Deswegen muss Benjamin einfach sein. Wir haben 17.000 Geld. Langsam wäre eine Bananenplantage wirklich gut. Nächste Runde bekommen wir eh wieder einen neuen Turm. Und dann hoffe ich einfach auf eine Bananenplantage. Ich könnte auch meine Rerolls verschwenden, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich die Rerolls für die Tier 5 Türme aufhebe. Oh, und das sind jetzt Tier 4 Türme. Boah, so ein Flugzeug wäre gut. Hol mir so ein Flugzeug. Es ist zwar richtig teuer. Oh, und wir haben sogar drei davon. Okay, ich platziere das jetzt hier hin. Hol mir ein Niedernehmen-Zielsystem. Oh, und ich muss fast mit das Spionageflugzeug gehen, oder? Naja, müssen wir unbedingt Camo sehen? Verlangt irgendein Boss Camo Detection? Ja, schon. Face. Aber den hatten wir schon. Aber ich glaube, wir können ihn auch öfter bekommen. Es ist halt komplett zufällig, welcher Boss jetzt kommt. Nee, dann hole ich mir hier Spionageflugzeug und ich hole mir direkt die Spukgestalt, oder? Ja, warum denn nicht? Oh, schaut euch das jetzt an. Ey, mega gut. Der war wirklich wichtig. Der müsste auch nicht mal so schlecht gegen Bosse sein. Ja, mit dem hatten wir jetzt wirklich Glück. Und ich frage mich wirklich, ab wann man Tier 5 hat, weil jetzt bei Runde 55 haben wir Tier 4 Türme. Oh, und Banken. Ja, ich hole mir Banken. Ich weiß nämlich nicht, wie schwer die Runden später werden. So, direkt zum Kredit. Mit größerer Produktion. Ja, sehr gut. Banken sind ja mega in Kombi mit Benjamin. Hier hole ich mir auch noch einen Kredit. Ja, die zwei sind mir fürs erste Mal genug. Einfach damit wir nebenbei immer noch Cash bekommen. Oh, warum habe ich mir gerade den Kredit geholt? Ja, dann hole ich mir mit dem Kredit noch mehr Banken. Nee, tue ich nicht. Hier, Dreadbloom. Der ist jetzt gegen Primär immun. Ist eigentlich komplett egal. Sobald er gegen Militär immun ist, wird das ein mega Problem werden. Jetzt ist er gegen Militär immun, oder? Ja. Das ist jetzt das Problematische. Holen wir jetzt einfach mehr Streubomben, auch wenn es jetzt nicht gerade gut ist. Naja, ein wenig Damage ist es schon. Reicht mir. So, hier noch meine restlichen Streubomben. Hier, die 10 müssten eigentlich nur mal Tier 2 sein. Wartet, schauen wir. Ah ne, das sind jetzt auch Streubomben. Okay, ja, keine Ahnung. Ich platziere sie einfach nicht. Die Militärphase ist ja schon vorbei. Ja, sehr gut. Weil jetzt müsste eigentlich unser Flugzeug das eigentlich alleine machen. Weil welche Immunität ist jetzt gerade? Achso, Magie und dann Support. Wir haben das. Jetzt greifen auch die Magier wieder an. Wunderbar. Irgendwie glaube ich, die Steinbloons. Ah doch, die sind auch hier. Aber irgendwie sind die richtig langsam. Sind die normalerweise auch so langsam? Ja, keine Ahnung.
Ja, wir haben Red Balloon. Wunderbar, Leute. Wie voll sind die Banken schon? Okay, nicht wirklich voll. Ich habe mir aus Versehen so einen Kredit geholt. Ich dachte halt, dass das die bessere Ability schon ist, die von der... was ist denn das? Auf jeden Fall die Tier 5 Bananenplantage hier beim mittleren Pfad. So, ich bin gespannt, ob später auch mehrere Bosse gleichzeitig spawnen können. Das wäre mega krass und wirklich richtig schwierig. Ich hoffe es einfach mal nicht, weil so gut ist unsere Verteidigung jetzt halt auch nicht. Auch wenn er schon wirklich... richtig gut ist, aber ja, es geht immer noch besser. So, hier schon mit Tier 5 Türme. Keiner davon ist wirklich gut, oder? Nee, wir rerollen. Okay, so eine Blumenverarschung. Ja, wunderbar. 6 Stück sogar davon. Was auch immer ich mit 6 Blumenverarschungen anfangen soll, aber ja, ich platziere hier jetzt die Blumenverarschung. Direkt mal, okay, Signalgeber. Geil. Und ich glaube, man spielt die mit schnellerem Nachladen. Ich denke, korrigiert mich sonst in den Kommentaren. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber eine Blumenverarschung ist wirklich mega gut. Falls später ein Dreadbloom kommt, haben wir halt wirklich ein Problem, weil unsere 2 wirklich guten Türme sind halt Militärtürme. Oh, und wir können alles einsammeln. Wunderbar, wir haben jetzt 32.000 Geld. Direkt mal Schmettergranaten und dann später die Blumenverarschung. Blumenverarschung, nicht Verarschung. Auch wenn Blumenverarschung auch ein cooler Name wäre, oder? Ja, ist ja egal. Und wir haben einfach 2 Helden. Ey, das ist mega stark. Helden sind ja so viel besser als normale Türme. Hier Benjamin hat nebenbei 8.000 Geld gemacht. Wunderbar. Oh, und in 5 Runden kommt schon wieder ein Boss. Ja, oh, aber wir bekommen eh nochmal neue Türme. Oh, so Superminen werden schon richtig krass. Sind zwar mega teuer, aber wisst ihr was? Wir gehen so selten für den Pfad. Ich platziere den jetzt hier rein. Ich würde gern hier, wo Sauder steht, den hin platzieren. Ja, dann einfach hier vorne hin. So, Nagelmine fürs Erste. Oh, und Superminen ist so mega teuer. Ja, dann platziere ich noch mehr Banken. Ich will unbedingt für Runde 120 Superminen haben. Oh, okay. Der nächste Boss, Lich. Schaffen wir denn überhaupt? Leute, sieht nicht gut aus, oder? Okay, doch. Der erste ist gepoppt. Jetzt killen wir seine Seele. Ich aime unsere Schmettergranaten einfach ein wenig um. Oh, es ist nicht so gut. Wir haben mehr Probleme, als was ich dachte. Wow, der Modus ist nicht leicht. Wir spielen noch nicht auf der schwierigsten Stufe. Wir spielen auf Mittel, soweit ich weiß. Und Mittel ist schon echt anspruchsvoll eigentlich. Also im Gegensatz zum normalen Bloons ist hier Roguelike Bloons oder Bloons Tower Defense 7. Ich finde den Namen immer noch besser. Und einige schwieriger. So, komm schon. Ich glaube, es waren keine Seele mehr. Wenn er jetzt poppt, dann poppt er wirklich. Hoffe ich mal. Machen die Superminen Schaden? Ah, die Superminen machen guten Schaden. Oder Nagelminen sind es ja zurzeit noch. Oh, okay, okay, okay. Noch eine Seele. Ja, komm schon. Okay, jetzt ist er aber bei seinem letzten Leben, glaube ich. Ist das ein Elite-Boss? Wartet. Ich glaube, das ist ein Elite-Boss. Wir können unsere Bank-Ability nicht einsetzen. Ach, komm schon. Sauder, bitte kill ihn. Bitte, bitte, bitte. Wir haben's. Oh mein Gott. Er ist nicht durchgekommen. Unsere ganzen guten Türme sind aber nicht da. Was mache ich, Leute? Hier mit letzter Hoffnung irgendwie noch was? Ey, nicht gut. Unsere guten Türme sind nicht da. Können wir die Runde theoretisch resetten, wenn ich da jetzt rausgehe? Komm schon, bitte pop einfach. Oh mein Gott, ja. Esili? Ich glaube, Geraldo jetzt ist nicht mehr so cool. Oder ich rerolle und hoffe auf Etienne. Ja, ich rerolle nochmal. Etienne, bitte. Auch kein Etienne. Ich will auch kein Oben. Ja, dann hole ich mir Esili. Ich habe jetzt meine ganzen Rerolls verschwendet. Mann, die ganzen guten Spots sind schon weg. Warte, ich verkaufe den jetzt. Hol mir hier jetzt eine Esili. Oh, ich hätte... Oh mein Gott, ich hätte hier die Banken einsammeln können für noch mehr Geld. Habe ich nicht ganz so gut gespielt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich dachte ehrlich gesagt, dass das leichter wird. Wir hätten einfach fast verloren. Ich verkaufe das jetzt für einfach ein wenig extra Cash, damit ich mir noch eine Bank kaufen kann. Das müsste fürs Erste an Farmen reichen, oder? Oh, okay. Wir können wieder einen neuen Turm kaufen. Okay, keiner davon gefällt mir wirklich. Wir haben nur einen Reroll. Oh, Mann. Gehen wir für einen T-Rex? Ich will kein T-Rex. Was machen wir dann? Dann buffen wir unsere Türme. Werden wir dann hier Blumenverarschung holen? Die müsste dann schon gut viel Damage am Bosse machen. Hoffe ich mal. Aber dasselbe dachte ich auch von den Nagelminen. Ich weiß auch nicht, wie viel Damage Esili an Bosse macht. Habe ich, glaube ich, noch nie gegen Bosse gespielt. Generell spiele ich Esili so selten. Und wir haben jetzt einfach 3 Helden am Feld. Was, ein Paragon? Achso, wir schalten einfach alle Tier 5s von dem frei. Ja, dann holen wir uns alle Tier 5 Ninja-Affen, oder? Ja, mega gut. Ja, ich verkaufe jetzt noch einen Bombenwerfer. Ey, das ist ja wirklich mega gut. Dann hole ich mir hier so eine Klebebombe. Ja, die ist gut gegen Bosse auf jeden Fall. Später einen Meisterbomber auf jeden Fall. Oh, DDTs. Wartet, schaffen wir das? Wartet, ich benutze hier jetzt meinen Kredit, damit ich mir Blumenverarschung hole. Es war ein Plan.
Hat jetzt zwar nicht funktioniert, aber ja, was mache ich jetzt mit meinem Kredit? Der war unnötig. Ach, Leute, ich habe schon wieder verkackt. Aber egal, solange wir Runde 100 dann schaffen und dann auch Runde 120, ist alles gut. Auch wenn es gerade wirklich nicht gut aussieht. Boah, der Mod ist schwieriger als was ich dachte und wir spielen nur auf Mittel. Ja, wir werden auf jeden Fall schwer und unplatzbar gibt es, soweit ich weiß auch. Werden wir auf jeden Fall auch probieren. Aber die werden ja dann höllisch. Und ich hätte den Kredit nicht einsetzen sollen. Ach. So, aber die Banken sind jetzt voll. Alles sammeln und wir holen uns einen Super Monkey. Ja, wir holen uns einen Super Monkey. Holen uns jetzt aber als erstes Blumenverarschung und auch den Meisterbomber noch davor. Und erst jetzt platzieren wir unseren Super Monkey. Hier gegen Ende, glaube ich. Das ist eh einer mit dem mittleren Pfad, der hat dann eben mega viel Range. Ja, wir müssten jetzt eigentlich für Runde 100 ziemlich gut sein, oder? Am liebsten wäre mir eigentlich eh sowas wie ein Lich oder so. Aber können wir uns halt nicht aussuchen. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass wir ihn schaffen, weil wir haben auch kein Geld. Oh, das ist sogar ein Lich. Okay, komm schon. Wir haben so gute Türme. Er hier macht wunderbaren Damage. Der Meisterbomber, wenn die Bombe explodiert. Ja, macht 2000 Damage auf einem Stück. Okay, und seine erste Seele ist jetzt schon gespawnt. Ja, mega gut. Sili macht auch guten Damage. Oh, ja. Ey, wir sind richtig gut. Ey, schon das zweite Mal gepoppt, jetzt das dritte Mal. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, wir schaffen unsere erste Runde im Bloons Tower Defense 7. 20 Runden noch. Ja, aber das müssten wir haben. Also wenn wir das noch verlieren, ja, sehr gut. Runde 100 ist geschafft. Ja, der Meisterbomber war eine gute Entscheidung. Auch Bloonverarschung. Sili macht auch mega guten Damage. So, und ich glaube, wir gehen trotzdem jetzt noch für Superminen. Wenn die Banken nochmal voll werden, bekommen wir vielleicht sogar nochmal genug Geld. Oh, und bei Runde 105 bekommen wir jetzt nochmal einen neuen Turm. Oh, der hier war gut. Aber ich reroll einfach. Oh, eine Bananenfarm. Ja, die brauche ich jetzt halt nicht mehr. Ja, dann hole ich mir so einen Eismonkey. Ich liebe die Tier 5 Eismonkeys. Hier mit Eiszapfen. Einfach Dauerfrost und Kältewelle, damit er Chaos sehen kann. Oh, und jetzt habe ich schon wieder unnötig Geld ausgegeben. Ja, ist ja egal. Oh, und Saud ist schon Stufe 20. Benjamin noch nicht ganz, oder? Nee, Stufe 17. Ja, und der Sili müsste dann... Oh, auch schon Stufe 15 sein. Wow. Okay. Ja, gefällt mir. Boah, aber die DDTs kommen wirklich weit. Schaut euch das an. Das ist immer richtig kritisch. Boah. So, Runde 115. Ein letztes Mal bekommen wir nochmal Türme zum Entscheiden. Oh, ein MLD. Ja, warum denn nicht? Wunderbar. Falls es mit unseren Superminen nicht funktionieren, können wir uns ja einen MLD holen. Mit dem klappt es auf jeden Fall. Runde 119. Die letzte Runde vorm letzten Boss. Wir sind jetzt schon so weit gekommen. Da müssen wir doch die letzten zwei Runden auch schaffen. Hier der BAD war wirklich, ja, wieder sehr knapp. Boah. Aber wir haben es. Ein Dreadbloon. Ich sammle hier jetzt alles ein, hol mir Superminen. Bitte mach viel Damage. Ja? Ja, das ist guter Damage. Schaut euch das an. Ja, mega gut. Bei welcher Immunität sind wir denn gerade? Ist er eh schon gegen Support immun? Wartet. Ist er schon fast down? Ja, ich glaube, er ist fast down. Ja. Wunderbar. Wow, waren wir stark. Aber wir haben einfach unsere erste Runde im Bloons Tower Defense 7 geschafft. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Mod hält. Und wollt ihr, dass Bloons Tower Defense 7 ein Roguelike wird? So ähnlich wie der Mod hier. Ich würde es richtig cool finden. Ich finde das gerade so lustig, dass jede Runde zufällig ist, was man jetzt bekommt. Und man muss einfach für andere Taktiken gehen und kann nicht immer für genau dasselbe gehen. Finde ich persönlich mega cool. Ja, und jetzt würde ich nur mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, habt bitte einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.